Ich rede ja immer darüber, diesen Schutzinstinkt und dass der Bobo eine wirklich gute Fähigkeit hat, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Und viele Leute verstehen das nicht wirklich. Aber ich will dir mal eine ganz tolle Geschichte erzählen, wie extrem das sein kann. Also wie stark sich das manifestieren kann. Auf jeden Fall waren wir bei einem der ursprünglichen Züchter des Bobos, Klaas van Waveren, Eichsterberg. Und wir waren auf der Farm, ich hatte noch zwei Leute mit mir. Und wir waren da und es war ein Rudel, ich glaube, es waren 27 Hunde, die da im Hof rumlagen. Einige Rüden, natürlich mehr Hündinnen. Und es war ein sonniger Tag im schönen Südafrika. Und die Hunde lagen gemütlich in allen Ecken rum. Wenn wir so rumgelaufen sind, dann sind zwei, drei Hunde mit uns mitgelaufen. Aber die haben mal geguckt, was wir machen, aber nicht so. War ganz toll, war ein super netter alter Mann. Und also nur mal so, der konnte so gut mit Hunden, oder mit Tieren. Er war jetzt zu alt schon geworden, um auf sein Pferd zu klettern. Deswegen hat er sein Pferd down beigebracht, damit sich das Pferd hingelegt hat, damit er draufsteigen konnte und weiterreiten. Aber ein ganz toller Tag und wir sind da gesessen und er hat uns Hundegeschichten erzählt und Bobol und was sie da so gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und war ganz toll und ganz idyllisch ging das so vonstatten. Und auf einmal mitten aus dem Gespräch bricht die Hölle los. Die Hunde werden aggressiv. Also da sind jetzt natürlich noch Farmarbeiter. Die Farmarbeiter sind gegen die Wand gequetscht. Und du siehst wirklich, wie die Hunde die Farmarbeiter runtertreiben vom Grundstück. Und ich, was ist denn hier los? Ist doch gar nichts passiert. Was ist jetzt passiert? Und er guckt uns an und sagte, siehst du da hinten den Horizont? Sag ich, ja. Siehst du den kleinen Streifen? Die Sonne geht unter? Ja, kann ich sehen. Die Arbeiter sind nicht auf dem Grundstück erlaubt, wenn es dunkel ist und die Hunde machen ihre Arbeit. Also lass das mal einsinken. Die haben das so hingekriegt, dass die Hunde wissen, wer wohin gehen durfte und die konnten an der Tageszeit berechnen, ob das okay war oder nicht. Das war eine der eindrucksvollsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und das macht den Bobo so wertvoll.